Liebe Teilnehmerinnen der digitalen Studientagung des Deutschen Koordinierungsrates 2020, herzlich willkommen zurück. Die jüdische Weltverschwörung kommt selten allein. Verschwörungsmythen und Antisemitismus verstehen und wirksam bekämpfen. Unter diesem Titel haben wir heute unseren zweiten von insgesamt drei Abenden. Mein Name ist Maria Kors, ich bin Studienleiterin beim Deutschen Koordinierungsrat und darf Ihnen gleich unseren Referenten für heute vorstellen. Vorher noch mal ganz kurz die technischen Infos dazu, wie Sie sich heute Abend selbst hier beteiligen können. Es läuft ähnlich wie gestern, eigentlich genau gleich. Wir haben die Chat-Funktion freigeschaltet. Die finden Sie unten in der Leiste. Wenn die Leiste noch nicht angezeigt ist, bewegen Sie die Maus. Und da sind einige Symbole, unter anderem eine Sprechblase und da steht Chat. Noch ein Hinweis, Sie können, wenn Sie da draufklicken, öffnet sich ein Fenster und da können Sie mit Ihrer Tastatur Ihre Fragen und Kommentare fortlaufend reinschreiben, also auch schon während des gesamten Vortrags. Ein Hinweis, Sie können, oben steht dann Versenden an und da können Sie auswählen alle Diskussionsteilnehmer. Das hört sich viel an, das ist aber in dem Fall fast nur ich, die das dann lesen kann. Und Sie können nämlich auch alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauerinnen wählen und dann können alle das lesen und auch das kommentieren. Die Funktionen, die haben gestern auch einige von Ihnen schon gefunden, Fragen und Antworten. Auch darüber können Sie Fragen während des Vortrags schon an mich stellen. Wenn es technische Fragen sind, kann ich darauf direkt reagieren. Auf alle anderen Fragen, die schon während des Vortrags kommen, die werden von unserem digitalen Moderationsteam gesammelt. Auch das besteht im Wesentlichen aus mir und Matthias Beutler. Wenn Sie dranbleiben und auch morgen zu der Studientagung kommen, dann können Sie Matthias Beutler auch mal live sehen. So lange bleiben wir eigentlich die meiste Zeit im Dunkeln und Sie sehen mich nur jetzt dann und am Ende. Matthias Beutler und ich haben auch ein Auge auf den Umgangston hier im Chat. Das nach den Erfahrungen von gestern ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber nochmal der Vollständigkeit halber, auch hier auf dieser digitalen Konferenz ist für Sexismus, Antisemitismus, Rassismus und sonstige Menschenfeindlichkeit keine Platz und dafür sorgen wir. Dann haben Sie noch die Möglichkeit, beim Gespräch im Anschluss Ihre Fragen nicht nur schriftlich zu stellen, sondern auch selbst hörbar zu werden. Davon hat gestern niemand von Ihnen Gebrauch gemacht. Ich möchte Sie nochmal dazu ermuntern, auch Ihre Stimme hier hören zu lassen. Schreiben Sie dazu in den Chat bitte Frage und wir können Sie dann der Reihenfolge nach laut stellen. Sie sind dann für alle hörbar, aber vielleicht beruhigt Sie das, nicht sichtbar. Unser zeitlicher Ablauf ist ähnlich wie gestern. 50 Minuten etwa wird der Vortrag dauern und dann gibt es die Möglichkeit zur Diskussion und Gespräch. Nun zu unserem Referenten, den Sie hier neben mir schon sehen. Ich darf Ihnen vorstellen, Jan Rathje. Er ist Politikwissenschaftler von Hause aus. Und jetzt bei der Vorbereitung auf heute Abend habe ich nochmal festgestellt, wir teilen eine biografische Station, nämlich die Universität Greifswald. Da haben Sie angefangen zu studieren und ich auch. Ich glaube, es war wahrscheinlich zeitlich ein bisschen versetzt, was erklären würde, dass wir uns tatsächlich noch nicht über den Weg gelaufen sind, was fast eine Kunst ist in dieser Stadt. Warum erwähne ich das, außer um hier Verbindungen herzustellen? Ich kann über mich jedenfalls sagen, dass diese ersten zwei Studienjahre für mich auch der Beginn meines politischen Engagements gegen Rechtsextremismus und Rechts waren. Als ich damals anfing, war dieser Leitspruch der Universität, studieren, wo andere Leute Urlaub machen, kurzfristig ein bisschen umgedichtet worden zu studieren, wo seit der Landtagswahl 2006 keiner mehr Urlaub machen möchte, weil da gerade die NPD wieder in den Landtag eingezogen war. Aber das ist nur der eine Teil irgendwie meines Erlebens von dieser Stadt, weil was ich da eben auch erlebt habe, war ein ganz starkes studentisches, bürgerliches und auch kirchliches Engagement gegen Rechts, was mich nachhaltig geprägt hat. Ich weiß nicht, wie das mit Ihnen aussieht, Herr Rathje, aber Sie sind jedenfalls auch schon seit vielen Jahren gegen Rechts unterwegs. Sie haben nach Ihrem Studium berufliche Stationen in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gehabt und über Ihre Arbeit bei der Amadeo-Antonio-Stiftung werden Sie gleich ausführlich berichten. Sie sind dort seit 2015 und leiten das Projekt No World Order, Handeln gegen Verschwörungsideologien. In diesem Bereich
haben sie auch, also Arbeit gegen Antisemitismus und Verschwörungsideologien, fachwissenschaftlich und pädagogisch veröffentlicht. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und uns allen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Danke, Frau Kurs, auch für diese umfangreiche Einführung und auch die Erinnerung an den Start meines Studiums. Jetzt könnte man natürlich noch mal über den Namen der Universität in dieser Runde sprechen. Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität hieß sie zu dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe zu studieren. Das soll aber gar nicht das Thema dieses Abends sein. Vielmehr geht es darum, dass ich Ihnen zwei Verbindungen vorstellen möchte, beziehungsweise eine Verbindung, nämlich die zwischen Verschwörungsideologien und Antisemitismus. Ich leite in der Amadeo-Antonio-Stiftung dazu ein Projekt, das ja eben auch schon erwähnt wurde, namens No World Order, Handeln gegen Verschwörungsideologien. Und dort haben wir genau zu diesem Zusammenhang intensiv gearbeitet. Inzwischen ist noch eine Kollegin mit hinzugekommen und wir haben aber auch weitere Projekte, die ich Ihnen gleich nochmal vorstellen möchte. Ich wurde gebeten, Ihnen auch nochmal die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung vorzustellen und dazu teile ich jetzt einmal mit Ihnen meinen Bildschirm und werde das Ganze dann in meiner Präsentation machen. So. Der Titel der Veranstaltung, den können wir, glaube ich, überspringen. Zunächst mal, worum wird es jetzt in den nächsten hoffentlich 50 Minuten gehen? Und zwar zunächst einmal die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung, wie bereits erwähnt. Als zweites würde ich dann noch einmal auf Antijudaismus und Antisemitismus eingehen. Das ist wichtig als kurze Einleitung dafür, wie ist dieses Verständnis und wo sind die Zusammenhänge zwischen Antisemitismus und Verschwörungsideologien, die dann danach folgen werden, um dann abschließend Ihnen auch noch Handlungsoptionen zu präsentieren, die wir in unserer Arbeit herausgearbeitet haben und die wir auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung empfehlen würden. Zunächst einmal die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung wurde 1998 gegründet und sie ist benannt nach Amadeo-Antonio Kiowa. Amadeo-Antonio Kiowa war ein angolanischer Vertragsarbeiter in der DDR und Ende des Jahres 1990 wurde er von Neonazis in Eberswalde so schwer verletzt, dass er in ein Koma fiel. Und er starb dann an seinen Verletzungen. Also Amadeo Antonio ist eines der ersten Mordopfer Rechtsradikaler nach 1990. Und in diesem Sinne möchte die Amadeo Antonio Stiftung ihre Arbeit auch strukturieren und daran ausrichten, dass so etwas nicht noch einmal passieren möge. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist in ihrer Arbeit zweigeteilt. Zum einen geht es allgemein immer um eine Stärkung von demokratischer Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, aber auch besonders immer in Kombination mit der Bekämpfung von Antisemitismus. Die Amadeo-Antonio-Stiftung hat dort einen sehr starken Schwerpunkt und entsprechend ist auch unser Projekt, also das Projekt, in dem ich jetzt tätig gewesen bin, seit 2015 auch genau zu dieser Kombination tätig und nicht eben nur gegen Verschwörungsideologien. In diesem Sinne fördert die Stiftung auch Initiativen, kleine Projekte seit Jahren bereits schon, die durch Spenden finanziert werden. Und die Stiftung ist aber auch Trägerin eigener Projekte. Und in diesem Falle habe ich Ihnen mal nur die Projekte gegen Antisemitismus aufgelistet. Da wären zum einen zu nennen No World Order, Handeln gegen Verschwörungsideologien, was seit 2015 besteht und zu diesem Komplex arbeitet bundesweit. Dann das Projekt Die Bank, was jetzt ganz neu gestartet ist. Es ist finanziert von dem Bundesprogramm Demokratie leben und arbeitet bis 2024 in Sachsen zu verschwörungsideologischem Antisemitismus und versucht dort Handlungsformen zu entwickeln mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Lehrkräften, aber auch Menschen in der außerschulischen Bildungsarbeit. Und in der Stiftung ist auch noch ein weiteres Projekt angesiedelt, das Projekt UAN, was sich an Jugendarbeit richtet, die Antirassismus, Rassismus und Antisemitismus kritisch gestaltet werden soll. Und ein weiterer Punkt, der sicherlich auch ganz wichtig ist, wahrscheinlich auch für die Zusehenden,
bestehenden. Das sind die bereits seit Jahren durchgeführten, von der Amadeo und Antonio Stiftung durchgeführten Aktionswochen gegen Antisemitismus, die gemeinsam auch mit der Bildungsstätte Anne Frank durchgeführt werden. Hier haben wir mit dem Anne-Frank-Zentrum, so rum. Hier haben Sie die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen. Die Aktionswochen gegen Antisemitismus sind in diesem Jahr gefördert vom Bundesfamilienministerium und vom Bundesinnenministerium, wo ja der Antisemitismusbeauftragte sitzt. Und wir haben in der aktuellen Krise, die aktuelle Krise zum Anlass genommen, auch die aktuelle Kampagne nicht wie traditionell zu der zum 9. November, zu den Novemberpogromen zu starten, um daran zu erinnern, sondern wir haben als Aktionstag den 15. Mai in diesem Jahr gewählt, um die Kampagne zu starten. Und zwar, weil im Rahmen von Corona und den Maßnahmen, die getroffen worden sind von der Regierung, um Grundrechte einzuschränken, um die Pandemie einzudämmen, dass in diesem Zusammenhang Antisemitismus auch stärker in Verbindung mit Verschwörungsideologien wahrgenommen wurde. Und daran richten sich die Aktionswochen gegen Antisemitismus schwerpunktmäßig in diesem Jahr und diesmal auch schon verfrüht aufgrund der Notwendigkeit und Dringlichkeit der Lage. Unter dem Hashtag Seriously, glaub nicht alles, was du hörst, geht es genau eben um solche Veranstaltungen, die Sie durchführen können. Oder auch wenn Sie andere Ideen haben, gibt es dort Möglichkeiten, Förderungen zu beantragen für Veranstaltungen, für Dinge dieses Jahr. Das soll es knapp gewesen sein zur Amadeo-Antonio-Stiftung mit dem Schwerpunkt auf der Arbeit gegen Antisemitismus. Jetzt zunächst kurz und knapp einleitend noch einmal vielleicht auch zur Rekapitulation die beiden Punkte Antijudaismus und Antisemitismus. Die Definition von Antisemitismus, würde ich sagen, für politische Bildungsarbeit bietet es sich an, eben nicht auf eine komplexe wissenschaftliche Definition zu verweisen, sondern auf die IRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus, die auch von der deutschen Bundesregierung im September 2017 beschlossen wurde und damit also auch ein gewisses Gewicht hat in einer Auseinandersetzung. Und daran die Definition lautet folgendermaßen: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Und das ist ein großer Vorteil dieser Definition, dass eben auch der israelbezogene Antisemitismus in ihr enthalten ist. Als nächstes ein paar Punkte, die wichtig sind, wenn es nachher um den Zusammenhang geht von Antisemitismus und von Verschwörungsideologien. Und dazu möchte ich, sagen wir mal, mit einer tradierten Judenfeindschaft, die religiös begründet ist, beginnen, nämlich dem Antijudaismus. Und wichtig in diesem Zusammenhang sind bestimmte antijudaistische Stereotype, die sich auch heute noch finden, da werde ich später nochmal drauf eingehen, und aktualisiert werden. Da haben wir zum einen den Vorwurf der Verschwörung, die quasi im Vorwurf des Gottesmordes sich wiederfindet, aber auch in dem Vorwurf der Hostienschändung steckt schon eine Verschwörung mit drin. Genauso verhält es sich mit dem Vorwurf des Ritualmords oder des Kindsmordes, der auch hier dann rechts in der Darstellung der schiedischen Weltchronik angegeben ist. Und genauso verhält es sich mit dem Vorwurf der Brunnenvergiftung gegenüber Jüdinnen und Juden. Das sind also bestimmte Stereotype, die aus einer religiös begründeten Judenfeindschaft entstanden sind und in christlichen Gesellschaften eine Tradition auch haben. Damit möchte ich überleiten zum modernen Antisemitismus, der sich erst nach dem Antijudaismus und parallel dazu mit ausgebildet hat und sich an Modernisierungsprozesse mitbindet. Der moderne Antisemitismus hat verschiedene Ausprägungsformen. Da haben wir zum einen den rassistischen Antisemitismus, der sicherlich in den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts am deutlichsten geworden sind, die dann auch bis hin zu den rassistischen Vorstellungen im Nationalsozialismus auch weiterhin Bestand gehabt haben. Der zweite Punkt wäre
Antisemitismus verstanden als negatives Leitbild der Moderne. Das heißt, etwas, was als negatives Begleitelement von Modernisierungsprozessen wahrgenommen wird oder auch was als Moderne wahrgenommen wird, wird identifiziert mit Jüdinnen und Juden oder mit jüdisch sein. Das kann sowohl Kapitalismus sein, das kann aber auch Liberalismus sein, Kommunismus, Sozialismus, Universalismus im Sinne von universellen Menschenrechten etc. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der sogenannte sekundäre oder Post-Holocaust-Antisemitismus, also ein Antisemitismus, der sich nach der Shoah, feststellen lässt, der besonders in die Richtung der Schuldabwehr und einer sogenannten Täter-Opfer-Umkehr abzielt, also die Schuld von Täterinnen und Tätern und ihren Nachkommen an der Shoah abzuwehren, zu leugnen und Jüdinnen und Juden selbst als Täter darzustellen. Dazu gibt es später noch einzelne Beispiele. Interessant für das Verhältnis von Verschwörungsideologien und Antisemitismus ist hierbei, dass seit der Shoah der Antisemitismus, zumindest wenn er explizit geäußert wird, tabuisiert ist und auch sanktioniert wird und sich dadurch eine gewisse Form von Kommunikationslatenz oder, wenn Sie so wollen, Umwegkommunikation herausgebildet hat, indem Antisemitismus eben nicht mehr explizit geäußert wird. Das machen heute nur noch bekennende Antisemiten, Rechtsextreme oder Islamisten und Islamistinnen. Sondern dass der Antisemitismus implizit über Codes und vor allen Dingen jetzt und im verschwörungsideologischen Milieu über Chiffren vermittelt wird, also über Wörter, die eine andere Bedeutung letztlich mit sich bringen und die vom wissenden Publikum auch erkannt werden, ohne dass die Sprecherin oder der Sprecher sich quasi öffentlich zu einem Antisemitismus bekennen müsste. Und als letzter Punkt auf der Liste wäre noch der israelbezogene Antisemitismus zu nennen, also immer dann, wenn eine Dämonisierung, eine Delegitimierung des Staates Israel oder ein Doppelstandard angelegt wird, wenn es darum geht, Israel als Ganzes zu fassen, denken Sie an die Definition eben, und wenn Israel als jüdisches Kollektiv adressiert wird und die Stereotype, die im Antisemitismus vorhanden sind und Jüdinnen und Juden zukommen sollen, dem Staat Israel angedichtet werden. Das so als zunächst mal einige Erscheinungsformen. Und parallel zu diesen Erscheinungsformen lässt sich durchaus feststellen, können Verschwörungsideologien wirken. Das leitet so über zum Mythos der jüdischen Weltverschwörung beziehungsweise zu dem Verhältnis von Antisemitismus und Verschwörungsideologien. Wie gerade schon gesagt, ist dieser Mythos der jüdischen Weltverschwörung ein lange tradierter Mythos, gerade in christlichen Gesellschaften, aber inzwischen auch im Zuge von Modernisierungsprozessen ist es ein global sehr präsenter Mythos. Er bezieht sich zum einen, also seit dem Spätmittelalter lässt sich ungefähr feststellen, dass dieser Mythos sich bildet in christlichen Gesellschaften und seitdem tradiert wird. Im Zuge der Französischen Revolution wird dann dieser Mythos genommen und in gewisser Weise auch mit anderen Verschwörungsideologien zusammengebracht, beispielsweise mit dem Vorwurf gegenüber Freimaurern, sich verschworen zu haben, um die Französische Revolution durchzuführen und damit letztlich Modernisierungsprozesse, den Übergang in die bürgerliche Gesellschaft vom Feudalismus zu befördern, Liberalismus, Demokratisierungsprozesse etc. anzuleiten. Und nach der Französischen Revolution, also gerade im 19. Jahrhundert, wurde dann recht schnell aus der freimaurerischen Weltverschwörung die jüdisch-freimaurerische Weltverschwörung und nach der Oktoberrevolution in Russland war es dann die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Sie sehen also, dieser Mythos wird immer wieder aufgewärmt und aktualisiert und für aktuelle Prozesse ist sicherlich ein Dokument besonders hervorzuheben. Ich würde argumentieren, es dient auch als Blaupause für moderne Verschwörungserzählungen. Und das ist, heute würde man sagen, das Plagiat, die Protokolle der Weisen von Zion, ein etwas, was zusammengetragen wurde aus unterschiedlichen Texten, ein Dokument, was vorgibt, Protokoll zu sein einer geheimen jüdischen Weltverschwörungssitzung. Und
das aber vollkommen zusammengewürfelt ist aus bereits vorher veröffentlichten Texten, die dann zum Teil noch extra antisemitisch, wenn sie nicht schon antisemitisch gewesen sind, belastet worden sind. Letztlich die Erzählung einer Weltverschwörung des Judentums und eines Statusberichts, dass quasi die jüdische Weltherrschaft unmittelbar bevorstünde. Eine Erzählung darüber, wie die Verschwörung stattfindet und zum anderen aber auch, wie die vermeintliche neue Weltordnung unter der Herrschaft von Jüdinnen und Juden dann auszusehen habe. Und dort ist es dann interessanterweise auch stark mit Projektionen verbunden. Darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen, aber es ist auch ein weiterer Aspekt, der interessant ist bei der Analyse der Protokollen der Weisen von Zion. Und Monika Schwarz-Friesell, eine Kognitionslinguistin aus Berlin, die sich sehr viel mit Antisemitismus auch beschäftigt und dazu seit Jahren forscht, bezeichnet den Mythos der jüdischen Weltverschwörung als komplexe Stereotypverknüpfung. Das bedeutet, der Mythos der jüdischen Weltverschwörung beinhaltet sehr viele unterschiedliche antisemitische, aber auch antijudaistische Stereotype und kann immer wieder aktualisiert werden, beziehungsweise das Masternarrativ auf unterschiedliche Bereiche, die jetzt neu sind, dann auch anwenden. Das zum Thema des Antisemitismus und dem tradierten Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Um jetzt aber dieses Verhältnis noch weiter zu klären, ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass ich gar nicht den Begriff der Verschwörungstheorie genommen habe, sondern den Begriff der Verschwörungsideologie. Es scheint uns als aus der Perspektive der politischen Bildungsarbeit in der Amadeo-Antonio-Stiftung der wesentlich bessere Begriff zu sein, eben weil der Begriff der Verschwörungstheorie, jetzt könnte man akademisch sagen, nicht notwendigerweise die Kriterien einer wissenschaftlichen Theorie erfüllt, deshalb also eine Fehlbezeichnung wäre. In der gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung, in der unmittelbaren Auseinandersetzung ist aber auch der Begriff der Verschwörungstheorie immer negativ konnotiert. Das heißt, wenn Sie damit etwas bewirken wollen, wenn Sie eine Beziehung aufbauen wollen zu einer Person gegenüber, ist der Begriff der Verschwörungstheorie einer, der vielleicht hinderlich sein kann. Deshalb stützen wir unsere Arbeit auf die Studien des Politikwissenschaftlers und Extremismusforschers Armin Pahl-Traubert. Der hat in der Kritik des Begriffs der Verschwörungstheorie 4 weitere Begriffe vorgeschlagen, eigentlich 3, und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Zum einen spricht er von dem Begriff der Verschwörung. Verschwörungen haben existiert, existieren und werden wahrscheinlich auch noch weiter existieren. Also es geht gar nicht darum zu leugnen, dass sich Menschen verschwören. Da Verschwörungen existieren, ist es also auch legitim, sagen wir mal, in einer demokratisch menschenfreundlichen Diskussion auch durchaus eine Verschwörungshypothese zu äußern. Also ein Ereignis kann auf Grundlage einer Verschwörung zustande gekommen sein. Das muss ich allerdings dann beweisen. Und wenn ich nicht genug Beweise habe, um an dieser Hypothese, an dieser Annahme festzuhalten, muss ich die Annahme fallen lassen. Aber ich muss auch immer deutlich machen, dass es sich dabei um eine Annahme handelt und nicht um eine Gewissheit. Im Idealfall gibt es Gegenbeweise, dass eine Verschwörung nicht stattgefunden hat. Und problematisch wird das Ganze, wenn sich ein Weltbild ausbildet, in dem die Verschwörung eben nicht mehr das zu Beweisende ist, sondern in dem die Verschwörung gegen jede Form der Kritik sich immunisiert hat, die Vorstellung davon. Und in dem Fall spricht Armin Pahl-Traubert von einer Verschwörungsideologie und in einer Abwandlung davon noch als einer Variante der Verschwörungsideologie, also einer Weltvorstellung, die zentral die Verschwörung auffasst und die davon ausgeht, dass eine Verschwörung für alles in der Welt zuständig ist, davon die Abwandlung wäre der Verschwörungsmythos. Armin Pahl-Traubert bindet die Ideologie eher an Narrative, die sich an real existierende Gruppen richtet, also Geheimdienste, Freimaurerorganisation, die Bilderberggruppe, die existieren real. Und ich möchte auch nicht Ihnen hier quasi ein Bild vorspielen oder etwas vorspielen, dass es nicht problematisch werden kann, wenn Geheimdienste sich beteiligen, denn schließlich operieren sie im Geheimen und führen sicherlich auch Verschwörungen durch. Problematisch wird das Ganze allerdings, wenn immer alles Handeln auf diese Gruppen zurückgeführt wird. Und von einem Verschwörungsmythos spricht Pahl-Traubert, und deshalb haben Sie diesen Begriff sicherlich auch, auch im Zuge hoffentlich des Aktionstages und der Organisation, die sich dort angeschlossen haben, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, mit diesem Begriff beschäftigt. Und der bezeichnet Gruppierungen, die reell nicht existieren. Und innerhalb des Antisemitismus wäre es dann die so etwas wie das Weltjudentum oder viel prägnanter sicherlich die Weisen von Zion,
also eine Gruppe, die reell nicht existiert. Gleichzeitig würden aber auch, sagen wir, eher zum Teil ja als humoristisch aufzufassende Gruppierungen dazu runterfallen, wie Aliens, Reptilienmenschen oder Ähnliches. Also das heißt, wir haben es hier, und darüber möchte ich sprechen, um das Verhältnis, mit dem Verhältnis zu tun von Verschwörungsideologien beziehungsweise von Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Wie hängen die beiden nun miteinander zusammen? Ich würde sagen, und das basiert auf den Arbeiten von Kurt Lenk, aber auch von Thomas Hauri, dass Antisemitismus und Verschwörungsideologien strukturelle Parallelen aufweisen. Und zwar ist es bei beiden so, dass sie personifizierend wirken. Das heißt, abstrakte gesellschaftliche Prozesse werden runtergebrochen und vereinfacht radikal, indem mit Personifizierung gearbeitet wird. Ich verbinde das beides mal miteinander anhand des Beispiels, damit das deutlich wird. Also beispielsweise im Vorwurf gegen die Bankiersfamilie Rothschild, gegen die jüdische Bankiersfamilie Rothschild, wird dann quasi das gesamte kapitalistische Wirtschaftssystem personifiziert und alles Leid, was vielleicht durch strukturelle, unpersönliche Momente entsteht, als Konsequenz von komplexen Prozessen, wird einfach einer Person zugeschrieben. Also immer wieder für das Leiden in der Welt die Antwort zu finden, wer ist schuld daran? Das ist die Personifizierung. Das zweite Moment ist der Manichäismus. Also nicht nur die Einteilung der Welt in Gut und Böse, sondern die Vorstellung davon, dass die Welt in einem Gefecht gefangen ist zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Finsternis. Und damit ist immer ganz eng auch verbunden die Vorstellung von identitären Kollektiven. Also, dass wenn ein Individuum einer bestimmten Gruppe angehört, sie unveränderliche Eigenschaften der Gruppe besitzt. Das Individuum selbst wird in diesem Blickwinkel meist ignoriert. Und das geht einher mit den Vorstellungen der Guten versus die Bösen, die sich in einem letzten apokalyptischen Endzeitkampf befinden. Und es geht genau darum, eben diese Bösen zu vernichten, damit letztlich eine Welt des Guten nur noch übrig bleibt. Und das wird natürlich hochgradig problematisch, wenn die Personifizierung hinzukommt, wenn die Bösen auch klar identifiziert werden. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Das heißt, um das einmal in einem Schaubild für Sie besser darzustellen, der Antisemitismus liefert der Weltverschwörungsideologie ein tradiertes Feindbild. Und die Weltverschwörungsideologie wiederum bietet dem Antisemitismus die Möglichkeit, als Welterklärungsmodell funktionieren zu können. Der Mythos der jüdischen Weltverschwörung kann zum Teil in manchen Vorstellungen über Jahrtausende hinweg erklären, wie die gesamte Welt funktioniert und wer wirklich im Hintergrund die Fäden zieht. Aber auch auf der funktionalen Ebene gibt es Parallelen zwischen Antisemitismus und Verschwörungsideologien. Beide erklären sowohl die Welt und stiften Sinn. Beide haben eine sehr starke Identitätsfunktion. Beide eignen sich zur Manipulation, aber auch zur Legitimation. Was bedeutet das jetzt insgesamt? Und das ist wichtig, wenn es später darum gehen wird, wie man sich mit Verschwörungsideologien und antisemitischen Verschwörungsmythen letztlich auseinandersetzen möchte. Zum einen die Erkenntnis- und Sinnstiftungsfunktion beantwortet eigentlich nur die Frage, die der Anthropologe Dieter Groh, der sich mit Verschwörungsideologien beschäftigt hat, mal so formuliert hat: Why do bad things happen to good people? In der Theologie kennt man das auch als Theodizee-Problem, also wenn es einen guten Gott gibt, warum existiert das Böse in der Welt? Und dann, wenn diese Frage beantwortet wird, hat das Leiden einen Sinn? Wesentlich problematischer für die Auseinandersetzung ist nicht, dass Menschen im Sinne der Erkenntnisfunktion und der Sinnstiftungsfunktion die Welt falsch verstehen, mit den falschen Fakten sich auseinandersetzen oder mit Behauptungen, die sie für wahr annehmen etc., sondern darin transportiert, und das deutet so ein bisschen ja auch in die Richtung des Manichäismus, hat man eben auch diese Identitätsfunktion, in der zumeist erstmal das Böse oder das Fremde oder die anderen beschrieben werden.
Und in Verschwörungsideologien sieht man sehr stark, dass es sich dabei um verschiedene Gruppen handelt, nämlich die linken Antifa-Kommunistinnen und Kommunisten, aber auch, und das eher als leere Worthülse zum Teil gebraucht, die Faschisten oder die Nazis, die immer dann die anderen sind und man selbst aber sich davon freimachen möchte, indem die andere Person als das bezeichnet wird. Dann die Heuschrecken, das Finanzkapital, die Wall Street oder die Bankster, also letztlich Dinge, die mit dem Wirtschaftssystem zu tun haben und besonders mit den sehr abstrakten Prozessen des Wirtschaftssystems. Und da deutet sich auch schon ein Querfrontpotenzial an. Also das heißt, eine Verbindung von Menschen, die sich vielleicht eher als links bezeichnen würden und von Menschen, die sich eher als rechts bezeichnen würden. Und der nächste Punkt wäre dann die USA oder auch die Amis, die dann für das Böse in der Welt verantwortlich sind, die da oben korrupte Politikerinnen und Politiker oder die Lügenpresse, die große Gruppe der Fremden, die nicht wir sind, oder auch diejenigen, die gegen das Interesse des deutschen Volkes handeln würden, also in diesem Sinne die Antideutschen. Und in diesem Sinne wäre dann quasi auch Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Antideutsche, weil sie eben nicht handeln würde im Sinne des deutschen Volkes. Und hier sehen Sie, spielt der Antisemitismus dann wieder mit rein. Selbst diese ganzen widersprüchlichen Gruppierungen lassen sich im Feindbild, in der Vorstellung, in den Stereotypen über die Juden letztlich zusammenfassen. Sie stecken vermeintlich hinter dem Kommunismus, hinter dem Kapitalismus. Sie seien die Nazis von heute. Sie steuern die USA, die Politik, die Presse. Sie sind fremd und sie sind in der alten rassistisch-antisemitischen Trennung auch sogar quasi das Gegenstück in der Vorstellung von solchen verschwörungsideologischen Antisemitinnen und Antisemiten zu den Deutschen. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Also dieses Selbst, dieses Feindbild bringt natürlich auch immer in dieser manichäischen Trennung dann auch eine Vorstellung des Guten mit hervor. Und problematisch ist diese Vorstellung eben nicht dadurch, dass man bestimmte Werte in der Welt oder bestimmte Dinge in der Welt oder bestimmte Haltung als gut wahrnimmt. Problematisch ist, dass die Welt pauschal eingeteilt wird in entweder die Guten oder die Bösen und dass keine Abstufen, keine Ambivalenzen, keine Widersprüche, keine Grautöne existieren. Und das ist hochgradig problematisch, eben weil Verschwörungsideologien nicht dafür sorgen, dass wenn so eine, sagen wir mal, eine kognitive Dissonanz auftritt, wenn eine Verunsicherung auftritt, weil eine Person, die ich als böse einschätzen würde, auf einmal etwas tut, was ich als gut bezeichnen würde. Das könnte ja, sagen wir, dazu führen, dass ich nochmal meine Vorstellung von dieser Person überdenken muss. In Verschwörungsideologien muss ich das aber nicht tun. Verschwörungsideologien bieten mir die Möglichkeit, mein Weltbild aufrechtzuerhalten, indem ich sage, diese Person tut das nur mit einem bösartigen Hintergedanken. Da steckt etwas Dunkles, etwas Geheimes drin. Das ist nur etwas, was für die breite Öffentlichkeit gemacht wird, um letztlich dann aber in Wirklichkeit schädliche Aktionen durchzuführen. Und das ist das große Problem, nicht die Welt einzuteilen, beziehungsweise nicht alles, was auf der Seite des Guten steht, sondern immer wieder zu dieser Aufteilung der Welt zurückzukommen und sich darin auch zu verfestigen. Ich hatte noch gesagt, es gibt diese Funktion, die zur Manipulation anleitet. Also Verschwörungsideologien, aber auch Antisemitismus nutzen meist eine emotionalisierende Rhetorik. Denken Sie an den Vorwurf des Kindsmordes oder des Ritualmordes. Wenn Kinder involviert sind, dann ist doch ein stärkerer emotionaler Bezug zu den Menschen da. Auch meist äußert sich das in der Überzeichnung des Gegenübers, in der Dämonisierung des Bösen, das sich delektieren würde an dem Leid, was es verursacht. Und das ist auch so ein bisschen, deutet in die Richtung letztlich hin, wie dieses Weltverständnis aufgebaut ist. Denn was die bösen Weltverschwörer letztlich antreibt, ist eigentlich auch nur das Böse selbst zu sein in diesen Vorstellungen. Manchmal gibt es noch ein paar Rationalisierungsversuche, wie etwa, dass man unterstellt, dass das besonders gierige Menschen seien oder besonders kalte Menschen seien, die nicht mitfühlend sein würden. Aber letztlich ist es das Böse selbst, was sich in der Weltverschwörung ausdrückt. Und das zweite manipulative Moment ist die Aufforderung zur Tat. Das kann ganz explizit passieren, das kann aber auch implizit sein. Wenn Sie sagen, das Leiden, was gerade in der Welt ist, wird von einer bestimmten Gruppe hervorgerufen und ich kann Ihnen auch genau sagen, wer diese Leute sind. Was ist dann die Lösung für das Problem, was Sie beschreiben?
Ja, wir kennen das, sagen wir mal, aus dem im Volksverrätervorwurf, da müssen eben die Verräter weg, was das auch immer bedeuten mag. Und da kommt quasi dann der nächste Aspekt noch mit hinzu. Also zum einen haben wir diese Manipulation, die auftritt, das Aufrufen zur Handlung, und Verschwörungsideologien sind Ausdrucksideologien. Das heißt, sie gehen gar nicht so sehr primär daran, die gesamte Welt in irgendeiner Form pseudotheoretisch zu erfassen und große Systeme aufzustellen, die, sagen wir mal, die nicht nur auf Faden von einzelnen Punkten zueinander ziehen bestehen, sondern sie drängen zur Tat, zur Veränderung, eigentlich zur revolutionären oder zur, sagen wir mal, zur Revolte gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen die bestehende Gesellschaft. Und in diesem Sinne können dann auch Taten über Verschwörungsideologien und Antisemitismus hier in der Verbindung wieder zu denken, legitimiert werden. Hier ist das Beispiel von Robert Bowers. Das ist die Botschaft, die er kurz zuvor in einem rechtsextremen Online-Netzwerk veröffentlicht hat. Und letztlich geht es ihm darum, bevor er den Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh durchgeführt hat. Und dort geht es auch darum, dass er den Mythos des sogenannten großen Austauschs als Anlass sah, um letztlich Jüdinnen und Juden zu ermorden, die hinter, in seiner Auffassung, hinter diesem Austauschbemühungen stecken würden. Man kann aber auch Niederlagen und Scheitern legitimieren. Und hier sehen Sie ein Beispiel aus der Zeit des Nationalsozialismus. Aber es gibt auch ähnliche Darstellungen aus der Weimarer Republik eben, wo in der sogenannten Dolchstoßlegende gesagt wurde, man hätte selbst, die deutsche Armee sei unbesiegt gewesen im Felde und sie wurde nur verraten von Sozialdemokraten, aber auch von Jüdinnen und Juden. Also auch das eigene Scheitern ist eben nicht selbst verursacht und nicht eine Folge von Fehlentscheidungen, und dafür muss keine Verantwortung getragen werden, sondern man ist gescheitert, eben weil eine bösartige Verschwörung aus dem Hinterhalt die Fäden gezogen hat und den eigenen Sieg, den eigenen Erfolg verhindert hat. Und das Ganze lässt sich aber auch runterbrechen bis in kleinere Ebenen. Wie verhält sich das Ganze in der Online-Praxis? Zum einen haben wir es, und das hatte ich ja schon angedeutet, mit einer Aktualisierung von Stereotypen zu tun. Das heißt, online finden Sie recht viel auch noch gerade jetzt wieder den Vorwurf des Ritualmordes beziehungsweise den Mythos des Ritualmordes, aber auch den Mythos der Brunnenvergiftung, also im Zuge beispielsweise von Corona, die Vorstellung, dass dieses Virus gezüchtet worden sei, um die Weltbevölkerung auszulöschen. Auch das ist ein gängiges Verschwörungsnarrativ beziehungsweise also eine Erzählung, die immer weiter geteilt wird, der Vergiftung der Mehrheitsbevölkerung, wenn Sie so wollen, abstrakt gesprochen. Und der Ritualmordvorwurf ist recht absurd. Das wurde gerade von einem Popstar wieder vor ein paar Monaten aufgewärmt. Also die Vorstellung, dass Kinder von Weltverschwörern, von mächtigen Menschen sexuell missbraucht und ermordet worden würden, finden sich jetzt auch wieder in unterschiedlichen Erzählungen. Und dann finden Sie auch sehr häufig eben, wie gesagt, den Mythos der jüdischen beziehungsweise zionistischen Weltverschwörung. Und auch dort möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass hier sind, zumindest das linke ist ein Originalexemplar aus den 1920er Jahren und das andere ist ein Nachdruck. Und interessanterweise hieß eben eine der deutschen Ausgaben auch schon die zionistischen Protokolle. Das heißt, man hatte schon letztlich auch einen antizionistisch ausgerichteten Antisemitismus, der sogar noch vor der Gründung des Staates Israel stand. Das hängt auch damit zusammen, dass, sagen wir mal, nachdem die erste Legende verworfen wurde, dass die Protokolle eine Mitschrift eines geheimen Treffens auf dem Friedhof von Prag, auf dem jüdischen Friedhof von Prag gewesen seien. Danach wurde dann behauptet, es sei quasi auf dem ersten zionistischen Weltkongress ein besonderer geheimes Nebengremium abgehalten worden und daraus seien die Mitschriften. Deshalb auch hier schon die Verbindung von Antisemitismus, Mythos der jüdischen bzw. zionistischen Weltverschwörung noch vor der Gründung des Staates Israel, der dann eben entsprechende Projektionen auch ausgelöst hat mit bzw. Als Projektionsfläche herhalten musste.
Dann ein Code, der besonders in rechtsextremen Kreisen auch verbreitet wurde, nämlich ZOG, also Zionist Occupied Government. Sie können dem schon entnehmen, eher in den USA entstanden. Im letzten Drittel ausklingenden 20. Jahrhundert, also die Vorstellung einer zionistisch besetzten Regierung, also die Vorstellung der Manipulation und Kontrolle von Regierungen durch Jüdinnen und Juden. Und auch diese Vorstellung hat der Attentäter von Halle geteilt und auch so in seinem Livestream verbreitet, bevor er dann zur Tat schreiten wollte und glücklicherweise von dieser Tür an seiner Tat gehindert wurde, was aber leider eben nicht dafür gesorgt hat, dass er mit dem Töten auf oder mit der Tötungsabsicht aufgehört hat. Und es hat leider ja noch zwei weitere Todesopfer und mehrere Verletzte dann gefordert, seine Tat. Wie funktioniert das Ganze jetzt mit diesen Kodierungen und Dekodierungen? Das will ich Ihnen an einem Beispiel von Facebook deutlich machen. Hier haben wir eine Gruppe, die heißt eigentlich Patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Die hatte mal ein Titelbild gepostet, auf dem stand, den Opfern einen Namen, den Tätern einen Gesichtsschutz mit Scheingefechten, nennt die Verursacher. Und jetzt könnte man sagen, nun gut, eine Gruppe, die sich gegen die Amerikanisierung des Abendlandes ausspricht, müsste dann doch sagen, nun gut, wir wollen US-amerikanischen Einfluss, sagen wir mal im positiven Sinne gesprochen und immer noch auf demokratischer Grundlage. Wir wollen den Einfluss US-amerikanischer Politik auf deutsche Politik einschränken. Aber eine weitere Userin postete darunter dieses Bild. Also die Vorstellung, dass es gar nicht hier in diesem Sinne um die USA ginge, gar nicht um eine Amerikanisierung des Abendlandes, sondern dass hinter den USA ja vermeintlich Jüdinnen und Juden die Fäden ziehen würden, beziehungsweise hinter den USA stecken würden. Und dies wurde auch diese Aussage wurde von der Seite auch nicht widersprochen. Das heißt, auf diese Art und Weise glaubte zumindest diese Userin letztlich die geheime Botschaft in diesem Banner der Seite Pegada entziffert zu haben, dekodiert zu haben. Ja? Also sie wusste, wer die wahren Täter sind und sie gab ihnen ein Gesicht. Welche Ursachen gibt es für Antisemitismus, aber vor allen Dingen für Verschwörungsideologien, die dann ja auf der Ebene der Weltverschwörung strukturelle und funktionale Parallelen zum Antisemitismus aufweisen? Hier möchte ich eher auf die Ursachen von Verschwörungsideologien eingehen, die aber auch in gewisser Weise, denken Sie zurück an die Beispiele des Antisemitismus, die ich eingangs genannt hatte, auch damit verknüpft sein können. Auch hier beziehe ich mich wieder auf Armin Falk-Raubert und ergänze ihn aber um einzelne Punkte. Er hat schon gesagt, zum einen gibt es psychologische Faktoren. Inzwischen wird das Ganze in den Autoritarismusstudien aus Leipzig oder auch in den Mitte-Studien aus Bielefeld unter dem Begriff der Verschwörungsmentalität erforscht. Das heißt, bestimmte Menschen sind anfälliger für Verschwörungsdenken. Das führt man psychoanalytisch zurück und sozialpsychologisch auch auf Momente autoritärer Erziehungsprozesse. Und Armin Falk-Raubert beschreibt das Ganze als durchaus latent vorhandene Einstellungen. Das heißt, sie müssen nicht immer manifest werden. Diese Einstellungen können bei Menschen vorhanden sein. Und ich glaube, was wir aktuell sehen, ist, dass sich diese Verschwörungsmentalität im Rahmen der Corona-Krise auch stark manifest geäußert hat. Beispielsweise in den Protesten, aber auch wenn wir uns anschauen, was gerade im Internet passiert, welche Verschwörungsideologien und Mythen geteilt werden und wie auch ein gewisser Antisemitismus in diesem Umfeld auch weiterhin sein Unwesen treibt. Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, in der aktuellen Krise auch völlig selbsterklärend fast schon ist, sind soziale Faktoren. Zum einen grundlegende gesellschaftliche Umbrüche. Falk-Raubert nannte dann die Französische Revolution, also die Umwälzung auf dem europäischen Kontinent oder 1918, das Ende des Ersten Weltkriegs, also der Zusammenbruch mehrerer feudalistischer Großreiche beziehungsweise mehrerer Monarchien und Großreiche und der Zerfall. Aber man kann auch sagen, die Finanzkrise Ende der 2000er Jahre hat ihre Wirkungen gezeigt, wie auch die aktuelle Covid-19-Pandemie. Denn solche großen gesellschaftlichen Umbrüche und Krisen, es können aber auch, und das will ich auch anmerken, auch individuelle Krisen sein, die eben dazu führen können, dass
Verschwörungsmentalitätseinstellungen auch manifest werden, führen zu Verunsicherung des eigenen Denkens und des eigenen Status. Ich glaube, dazu brauche ich in der aktuellen Situation nicht viel mehr weiter sagen. Und Leo Löwenthal und Norbert Guterman haben in einer Studie auch mal herausgestellt, dass es unsere Gesellschaft aber auch selbst ist, die so etwas wie ein großes soziales Unbehagen, eine soziale Malaise mitproduziert. Also und so die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, löst in den Menschen Vereinzelungsgefühle aus, löst in ihnen das Bedürfnis aus, wieder Teil von so etwas wie einer Gemeinschaft zu sein. Und das wird auch in Verschwörungsideologien adressiert. Dort geht es um Gemeinschaft, dort geht es um Widerspruchsfreiheit, nicht um Streit, sondern um alleinige Einigkeit in Ewigkeit. Und das will ich jetzt gar nicht irgendwie polemisch so ausgewählt haben, sondern ich will Ihnen nur verdeutlichen, wie problematisch sowas ist in einer demokratischen Gesellschaft, in einer liberalen demokratischen Gesellschaft, wo der Widerspruch, wo die Interessensartikulation eigentlich der permanente Zustand ist und wo Widerspruchsfreiheit die Ausnahme ist und die auch zum Teil bedenklich wäre. Und ein weiterer Aspekt, also es bedarf nicht nur psychologischer Faktoren und sozialer Faktoren, sondern auch politischer Faktoren. Das heißt, man braucht Propagandistinnen und Propagandisten, die bestimmte Inhalte verbreiten. Und das sehen wir ja ganz aktuell, beispielsweise in den sozialen Netzwerken ist das sehr viel einfacher geworden. Und wir haben ja auch von einigen, sagen wir mal, prominenten Personen der deutschen Gesellschaft gehört, die gerade über Telegram eben Verschwörungsideologien verbreiten und dort zunehmend eine steigende Anzahl von Menschen erreicht. Hier nochmal eine grafische Darstellung für Sie zu dem Komplex Verschwörungsmentalität, um auch mal zu zeigen, wie weit ist sowas eigentlich verbreitet, zumindest zu welchen Ergebnissen sind Studien in der Vergangenheit gekommen. Ich habe die beide voneinander getrennt, da es sich um zwei unterschiedliche Studientraditionen handelt. Und zwar einmal Leipziger Mitte und danach Autoritarismusstudien, die hat die Zahlen von 2012 bis 2018 erhoben, immer im Zweijahresrhythmus und versetzt dazu finden immer die Erhebungen von den Bielefelder Mitte-Studien statt und dort beispielsweise auf der rechten Seite sind die letzten Zahlen auch erhoben von Pia Lamberti, also der Co-Autorin der Katharina Nukun, die Sie ja in der ersten Sitzung auch gesehen haben, die auch mit ihr gemeinsam dieses Buch geschrieben hat. Sie macht auch wissenschaftliche Analysen zu dem Thema, gerade zu dem Komplex Verschwörungsmentalität und ihre Ergebnisse waren bei der letzten Studie aus dem Jahr 2019 bei 38,5%. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass es sich dabei um Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen handelt. Aber es ist schon ein bedenklich hoher Wert und zeigt die Anfälligkeit von Menschen für Verschwörungserzählungen, die dann auch eine Radikalisierung zur Folge haben können, aber nicht immer müssen. Da spielt natürlich auch verschiedene andere Faktoren dann eine wichtige Rolle. Und das bringt mich zum letzten Punkt, nämlich zu den Handlungsoptionen. Was kann man hier jetzt eigentlich machen? Ich würde sagen, ganz allgemein ist es wichtig, selbst kein dualistisches Weltbild zu vertreten, sondern die Komplexität unserer Welt, die Widersprüchlichkeit unserer Welt auch zu kommunizieren und im Zweifelsfall auszuhalten. Das bedeutet manchmal, dass wir in bestimmten Situationen nicht wissen, welche Studie jetzt die richtige ist. Das können wir zum Teil auch nicht einschätzen. Und dann geht es, und das sehen Sie dann auch schon, in gewisser Weise auch um Vertrauen. Also selbst nicht immer gleich wissen, wer die Guten sind und wer die Bösen, sondern bestimmte Taten, bestimmte Äußerungen bewerten, aber nicht pauschal, wenn es sich eben nicht um eine Person handelt mit einem gefestigten Weltbild, auch Komplexität anzuerkennen. Und natürlich in diesem Kontext menschenfeindliche Inhalte offen zu legen und bestimmte Akteurinnen zu benennen. Das bedeutet, wenn Menschen sich konsequent und dauerhaft antisemitisch und verschwörungsideologisch äußern, dann müssen sie nicht Teil von öffentlichen Gesprächsrunden sein, weil sie diese nur nutzen für Propaganda. Aber da gehe ich weiter drauf ein. Also auch im kleineren Kreis kann man sagen, Moment mal, diese Person, von der hast du gerade was geteilt, die tritt aber häufiger antisemitisch auf oder teilt verschwörungsideologische Inhalte. Bist du dir darüber eigentlich bewusst? Beziehungsweise, naja, wenn du die Familie Rothschild nennst, dann ist das schon auch antisemitisch, weil es eine
jüdischen Gruppierung letztlich zuschreibt, das Weltgeschehen bestimmen zu können. Und das ist real nicht so, sondern es gibt dort auch viele andere Gruppierungen. Das wäre natürlich der Versuch eines rationalen Zugangs und auch noch eines erklärenden, sagen wir auf Augenhöhe stattfindenden Dialogs. Öffentlich kann man natürlich dann auch genauso sagen, diese Äußerung ist antisemitisch und hat in diesem Raum hier nichts zu suchen. Das bringt mich zu den nächsten Punkten, den ich gerne auch eher vor dem Hintergrund von Herausforderungen formulieren würde. Denn es gibt, das sehen Sie hier vor dem dunkelblauen Hintergrund oder vor dem dunkleren Hintergrund, letztlich, sagen wir mal, vier, und es gibt sicherlich noch mehr Möglichkeiten, damit umzugehen, aber das sind vier Möglichkeiten der Handlungen gegen verschwörungsideologischen Antisemitismus, die wir identifiziert haben. Zum einen passiert recht häufig so etwas wie Satire und Ironie. Das kann manchmal wirken und ich würde auch sagen, im besten Falle schafft es eine Satire, ihren Gegenstand so zu dekonstruieren, dass auch Personen, die letztlich diesen Vorstellungen, verschwörungsideologischen Vorstellungen anhängen, zum Nachdenken, zur Reflexion angeregt werden. Problematisch wird es aber genau dann, wenn eine satirische Darstellung auch wieder, denken Sie an diese Dualismus und selbst keinen Dualismus zu vertreten, dualistische Darstellungen verbreiten, nämlich die Vorstellung, dass das Gegenüber einfach nur dumm sei und man selbst sei aber klug und wüsste und könnte sich jetzt einfach nur über die anderen lustig machen. So einfach ist es leider nicht. Studien zeigen, dass beispielsweise Bildung schützen kann vor verschwörungsideologischen Vorstellungen, aber nicht notwendigerweise muss. Und genau, also auch was, sagen wir mal, Geschlechtszuschreibung angeht, auch dort sind die Daten eher so, dass es sich um ein gemeines, allgemeines gesamtgesellschaftliches Phänomen handelt, was sich eben nicht so einfach auf ein paar Marker bisher zumindest nach aktuellen Studienergebnissen herunterbrechen lässt. Und im schlechtesten Falle kann so eine Satire auch eine Pathologisierung des Gegenübers mittragen, also die Behauptung, diese Menschen, wenn sie daran glauben würden, seien einfach nur geisteskrank. Ja, das macht es auch zu einfach. Es geht darum, denken Sie da zurück auch an die Aussagen von Leo Löwenthal und Norbert Guttermann, es geht auch darum, dass unsere Gesellschaft sehr komplex ist, dass wir nicht alle Prozesse immer unmittelbar verstehen und dass deshalb schon auch so etwas entsteht wie ein Bedürfnis zu wissen, wie diese Gesellschaft letztlich funktioniert, einen Blick hinter den Vorhang zu werfen und dann greifen dort Verschwörungsideologien, die sagen, das Leiden in der Welt kommt nicht zustande, weil es komplexer, zum Teil auch abstrakte Prozesse sind, die so etwas mitbedienen, sondern weil eine geheime Gruppe im Hintergrund die Fäden zieht und dieses Leiden auch willentlich und bewusst verursacht. Der zweite Punkt wäre das sogenannte Debunking, also ein Widerlegen mit Fakten. Das wird inzwischen ja auch sehr viel gemacht. Wahrscheinlich haben Sie selbst auch schon mal so einen Artikel beispielsweise des Faktenfinders der Tagesschau oder von Korrektiv oder auch im Bereich von Verschwörungsideologien dann von Mimikama oder so einer österreichischen Organisation gesehen, wo eben eine bestimmte Behauptung, eine Lüge, ein Gerücht, eine Verschwörungserzählung widerlegt wird. Problematisch wird es aber immer dann, wenn diese Menschen, mit denen sie so etwas beispielsweise schicken im Online-Bereich, überhaupt gar nicht sich darauf einlassen wollen. Ja, also kann eigentlich nur ein so ein Widerlegen mit Fakten einen Selbstreflexionsprozess beim Gegenüber auslösen. Und problematisch wird es immer dann, je geschlossener das Weltbild ist ihres Gegenübers, denn dann wissen die auch schon, wie quasi sie reagieren würden auf die Aussage, dass ein bestimmtes Ereignis auf Grundlage einer Verschwörung zustande gekommen ist, dann sagen sie, nein, schau doch mal hier gibt es diese Studie. Und dann sagen die, ja, aber hier gibt es ja nochmal die Studie von dem Herrn Professor Dr. sowieso. Und so können, was ich als Debunking-Kreise bezeichnen würde, entstehen. Also letztlich gibt es immer nur einen Schlagabtausch. Je weiter diese Menschen aber gefestigt sind, umso mehr wissen sie auch genau, welche Argumente vorgetragen werden gegen diese Lügenbehauptungen etc. Und auf die sind sie dann schon vorbereitet. Und im schlechtesten Falle handelt es sich bei dieser Person, bei ihrem Gegenüber um einen Kader. Und dann spielt diese Person sie dann auch einfach an die Wand, weil sie sich einfach schon seit Jahren mit dieser Materie auskennt und mit rhetorischen Tricks, aber auch mit Überrumpelungen dann sie letztlich dann im Zweifelsfall auch an die Wand spielen kann.
Ein weiterer Punkt ist der soziale Ausschluss, der durchaus immer mit Blick auf die Betroffenen von solchen Verschwörungserzählungen wichtig ist, was aber gesamtgesellschaftlich auch dann zu einer Radikalisierung dieser Menschen führen kann. Also die positive Seite wäre, verschwörungsideologische Diskurse, antisemitische Diskurse aus der Öffentlichkeit zurückzudrängen, indem man aber auch bestimmte Akteure benennt, die sich immer wieder und konsequent in dieser Weise geäußert haben. Das kann aber dann eben auch zu einer Radikalisierung führen dieser Menschen. Und der letzte Punkt, und ich denke, der ist sehr, sehr wichtig aktuell in der Auseinandersetzung, ist der Punkt der Intervention. Also das heißt, nicht öffentlich, eher unter vier Augen, ein Gespräch beginnen mit der Person, die sich verschwörungsideologisch oder auch antisemitisch äußert. Das setzt natürlich voraus, dass sie eine gute Beziehung zu dieser Person haben und diese gute Beziehung aber auch dazu führt, dass das Gegenüber, dass ihr Gegenüber ihnen auch zuhört und ihrem Widerspruch sich noch weiter aussetzt. Und das werden wahrscheinlich langwierige Prozesse sein, wenn sie so versuchen, auf eine Person einzuwirken, sie davon zu überzeugen, dass ihre Ansichten problematisch sind, weil sie antisemitisch oder verschwörungsideologisch sind. Aber das scheint durchaus jetzt auf breiter Ebene notwendig zu sein, wenn wir uns anschauen, zumindest die Meldungen, die ich auf meiner Arbeit bei der Amedeo-Antonio-Stiftung bekomme, die Anfragen, die bei uns verstärkt jetzt auch auftreten im Zuge von Corona, dass Menschen, ihnen nahestehende Personen, Familienmitglieder oder auch Bekannte, die man längere Zeit nicht gesehen hat, auf einmal mit Verschwörungsideologien entgegentreten und sie nicht recht wissen, wie man sich damit auseinandersetzt. Und das sind wahrscheinlich lange Gespräche, wo man herausfinden sollte, welche Motivation diese Menschen dazu getrieben hat, ein, wie sie selbst es ja auch beschreiben, ein Erweckungserlebnis oft gehabt zu haben, dass sie auf einmal wissen, wie die Welt funktioniert. Meist ist es, denken Sie an die Ursachen zurück, sind es vielleicht auch Leiterfahrungen, die reell existieren. Sie können auch eingebildet sein, aber die auch reell existieren und die vielleicht auch auf eine, sagen wir mal, demokratische, liberale Art und Weise adressiert werden können und nicht auf eine menschenfeindliche Art und Weise letztlich abzielen müssen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Schluss noch einmal vertiefend. Das Ganze können Sie noch nachlesen auf unserer Internetseite. All unsere Materialien können Sie kostenlos downloaden, manche auch bestellen. Das ist momentan natürlich in Zeiten von Corona schwierig, dem gerade nachzukommen. Zum einen die Broschüre No World Order, wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt verklären. Dort ist das Ganze noch einmal verständlicher und auch länger und ausführlicher dargestellt. Zumindest das meiste, was Sie jetzt im Vortrag gehört haben. Auch dort arbeiten wir an einer aktualisierten Auflage, die vielleicht noch ein paar mehr Aspekte beleuchtet. Als Bildungsmaterial haben wir mit Kolleginnen und Kollegen der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia das Unterrichtsmaterial Meinung im Netz gestalten produziert. Auch dort gibt es eine Einheit zu Verschwörungsideologien. Dann haben wir ein Planspiel entwickelt zu antisemitischen Verschwörungsideologien mit dem Titel Die Welt am Abgrund. Und als letztes dann unsere aktuelle Publikation im Rahmen von Corona, unsere Debunking-Handreichung, Wissen, was wirklich gespielt wird, Krise, Corona und Verschwörungserzählung. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen, Diskussionsbeiträge, Kritik. Ja, vielen Dank. Ab jetzt werden Ihre Fragen angenommen. Wir haben noch eine Frage, Herr Ratte, die trifft Sie jetzt vielleicht etwas unvorbereitet, weil sie ist eigentlich gestern noch an Frau Nokun gegangen und dann war Frau Nokuns Internet weg. Und sie hat es heute leider auch nicht geschafft, da noch, mir eigentlich versprochen, mir noch eine Antwort darauf zu geben. Aber Sie haben, sind auch ein bisschen darauf eingegangen, auf die quasi psychosozialen Grundeinstellungen von Menschen, die Ideologien anheimfallen oder dass man da wenig sagen kann. Also es sind weder Männer mehr gefährdet, noch Menschen mit Bildung, ohne Bildung. Man kann da wenig sagen. Aber trotzdem nochmal, weil wir ja auch hier bei den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit sind. Können Sie irgendwas sagen zum Zusammenhang zwischen Religion, also religiösen Menschen und dem Hang zu antisemitischen Verschwörungsideologien? Gibt es dazu, was sind religiöse Menschen eher gefährdet oder sogar weniger gefährdet? Gibt es da Studien zu?
Ja, Frau Koster, muss ich Sie leider enttäuschen. Die Frage kann ich nicht beantworten. Da hätten Sie wahrscheinlich dann Pia Lamberti nochmal dazu holen sollen, die das ja nochmal stärker erforscht und die genau eben diese sozialpsychologischen Daten auch wesentlich präsenter hat als ich. Ich bin da ganz froh, dass sie das macht und eine Kollegin ist und wir auch in einem Austausch miteinander stehen. Ich kann das aber jetzt nicht einhellig beantworten. Ich würde empfehlen, nochmal in die aktuelle Ausgabe der Mitte-Studie zu schauen. Also die Bielefelder Mitte-Studie, die das Jahr 2019 behandelt. Dort gibt es ein längeres Kapitel dazu. Mir ist es jetzt aber nicht notwendigerweise bekannt. Es kann natürlich sein, dass Glaube, sage ich mal so hypothetisch gesprochen, dass Glaube eine gefestigte Persönlichkeitsstruktur mitbringen kann, die eben vorschützt auch vor solchen Verschwörungserzählungen. Gleichzeitig gibt es ja aber auch bestimmte Stereotype aus dem Antijudaismus, die eben über so christlich-fundamentalistische Positionen, und dort sind es verstärkt eher Gruppen in den USA, die so dann auch antisemitisch und quasi antijudaistisch auftreten, dann solche Narrative mit weiterspinnen. Und in Deutschland sind sie mir in meiner Arbeit bisher aber noch nicht so stark aufgefallen. Also es gibt sicherlich bestimmte, sagen wir mal, religiös-christliche, vielleicht auch Sektengruppierungen, die eher solche Erzählungen dann auch mit denen anhängen, also gerade auch, was die Vorstellung von christlichen Endzeitvorstellungen angeht. Ja, die Offenbarungen des Johannes spielen halt bei Gruppierungen in den USA eine sehr große Rolle und das durchzieht da fast den gesamten Diskurs. Also immer wieder auch letztlich die Apokalypse annahen zu sehen und sich dort positionieren zu müssen gegen den Antichristen. Und in Deutschland scheint es mir zumindest immer noch wesentlich säkularer gewesen zu sein. Dort steuert man eher die Politik und die Medien und belügt die Bevölkerung oder steuert die Wirtschaft viel mehr, als dass man jetzt irgendwelche Zeichen sieht in der Welt oder Siegel, die jetzt brechen würden, damit eben diese Endzeit kommt. Aber die Endzeitvorstellung ist eine, würde ich auch sagen, das wäre sehr interessant, das zu beleuchten. Ich bin kein Theologe, aber diese Vorstellung einer, die im Christentum existieren, einer Endzeit und den Vorstellungen, die, sagen wir mal, in verschwörungsideologischen Kreisen, aber auch in esoterischen Kreisen, und dort gibt es auch riesige Schnittmengen, existieren von der Apokalypse oder auch im Rechtsextremismus natürlich ein Teil sind, dass die Moderne eigentlich irgendwann überworfen werden muss oder, ne, wie die politische oder so die extreme politische Rechte es sagt, sonst das deutsche Volk ausgelöscht werden würde. Ja, also auch das sind ja Endzeitvorstellungen und die zieht sich eben auch durch die politische Rechte. Jetzt bin ich recht weit abgekommen davon. Ich wiederhole es nochmal. Nein, ich weiß leider nicht, in welchen Studien sowas explizit mal abgefragt werden würde. Aber es wäre zu hoffen, dass das in zukünftigen Studien adressiert wird. Mhm. Danke trotzdem für die ausführliche Antwort. Jetzt habe ich eine Frage von Christoph Münz. Ich lese sie einfach mal vor. Mit Blick auf Ihre letzten Ausführungen unter dem Stichwort Handlungsoptionen und Herausforderungen. Dies teile ich vollumfänglich und finde es alles sehr klug. Aber ist nicht genau dies das Problem? Anders gesagt, haben Sie nicht auch mitunter den Eindruck, dass wir permanent mit rationalen Mitteln ein irrationales Problem zu behandeln versuchen? Und ich schließe mal, wenn ich darf, meine Frage damit an. Sie haben ja auch vorher, das hat auch Frau Nuckel gestern betont, Bildung schützt leider nicht dafür. Trotzdem machen Sie Bildungsarbeit gegen Antisemitismus und Verschwörungsideologie. Wie machen Sie das praktisch? Das würde ich total unterstreichen. Also auch sowohl, wir benutzen unterschiedliche Art und Weisen dieser Handlungsoptionen. Und ich würde sagen, der wesentliche Punkt, und danke wirklich für diesen Beitrag, genau darum geht's. Es geht gar nicht um den rationalen Versuch, das Ganze immer wieder zu widerlegen, sondern es geht, sagen wir mal, wenn wir unseren Blick richten auf diejenigen, die sich jetzt zunehmend radikalisieren, ja, dann ist es wichtig, auch die irrationalen Komponenten, und das drückt sich unserer Meinung nach eher in dieser Identitätsfunktion aus, dass das adressiert werden muss. Das bedeutet natürlich nicht, dass man damit pauschal auch, sagen wir mal, die rationalen Versuche, wie das Debunking, wie das Widerlegen mit Fakten, dass die zu unterlassen seien. Sie wirken nur für unterschiedliche Gruppierungen. Man muss sich anschauen, welche
Gruppierungen möchte ich erreichen? Also sagen wir, im Bereich der Bildungsarbeit haben wir dort Präventionsstufen, die wir einteilen können. Es gibt dann quasi die Sekundärprävention, das wäre eine breite Öffentlichkeit, also alle, die irgendwie davon noch nichts gehört haben, die informiert werden darüber, die denen vielleicht aber auch noch nicht anheimgefallen sind. Dann diejenigen, die da schon Kontakt zu haben und interessiert sind, das wäre dann der Bereich der Sekundärprävention. Und dann gibt es noch die Tertiärprävention, das sind diejenigen, die da schon drin sind seit Jahren und für die eigentlich nur noch Ausstieg wichtig wäre. Also jetzt mal grob vereinfacht gesprochen. Und da muss man sich anschauen, an wen richte ich mich mit welchen Maßnahmen. Und da ist es eben genau wichtig, die irrationalen Aspekte daran letztlich anzusprechen. Jetzt würde natürlich aus der psychologischen Perspektive Pia Lamberti sagen, naja, das ist auch durchaus rational, wie die sich verhalten aus einer psychologischen Perspektive. Aber sagen wir mal, das ganze Emotionale, vielleicht ist es damit verständlicher für die Auseinandersetzung. Oder für mich als Politikwissenschaftler ging es eher darum, dass es nicht darum geht, jetzt das bessere Argument entgegenzubringen, sondern dass wir nicht öffentlich, weil die Zeit scheint mir vorbei zu sein, öffentlich diese Debatten zu führen und dadurch Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen eine Bühne zu bieten, sondern dass wir unter vier Augen im Privaten bei Menschen, zu denen wir eine gute Beziehung haben, versuchen zu verstehen, was die Motivation ist dahinter. Warum ist die Antwort, dass alles über eine große Verschwörung zustande gekommen ist, dir so wichtig? Warum ist genau das so wichtig und hätte es nicht auch anders gewesen sein können? Und dabei kann man auch herausfinden, dass bestimmtes Leiden, was die Menschen empfinden, real existiert und das kann man auch anerkennen. Also die Beschränkungen haben wir sicherlich alle wahrgenommen. Also dass jüngere Menschen ihre Großeltern nicht sehen konnten und umgekehrt, dass man die Wohnung nicht verlassen konnte, dass das also diese ganze Zeit, in der wir im Lockdown waren, wird sicherlich auch nochmal aufzuarbeiten sein mit dem ganzen Leiden und vielleicht auch Traumata, die dadurch ausgelöst worden sind bei den Menschen über diese Beschränkung. Problematisch war nur, dass das zumindest zu Anfang nur Verschwörungsideologinnen und Verschwörungsideologen eine Plattform für den Ausdruck dieses Frusts und dieses Leidens geboten haben und es den Menschen dann in dem Sinne leider dann auch zunehmend egal geworden ist, mit wem sie da dann auf die Straße gehen. Es gab zwar Diskussionen in Parlamenten dazu, ja, also Stichwort rationaler Approach, aber es gab jetzt nicht eine Form des Widerspruchs, der das hätte auffangen können. Ich würde sagen, die Intervention ist dieses Moment, wo wir schauen müssen, auf Augenhöhe, wertschätzend mit dem Gegenüber und das aber nicht öffentlich, also um nicht eine Bühne zu liefern und aber auch um nicht die Person unter Druck zu setzen, sich jetzt hier profilieren zu müssen oder einen Gesichtsverlust zu fürchten, sondern wahrscheinlich in langen Gesprächen immer wieder mit der Person zu reden, ihr Leiden anzuerkennen, aber auch zu sagen, könnte es nicht woanders hergekommen sein. Und das wäre der Versuch, also zumindest gegen Verschwörungsideologien. Bei Antisemitismus müssen wir natürlich nochmal schauen, inwiefern sowas nicht auch noch ganz anders tradiert wurde, innerhalb von Familien vorhanden ist, etc. Also das ist eher so der Approach in Richtung Verschwörungsideologien. Bei Antisemitismus sitzt das Ganze wahrscheinlich nochmal viel tiefer. Das heißt, wir brauchen mehr psychosoziale Beratung als Bildungsarbeit in dem Bereich. Ich würde sagen beides. Also wir machen ja auch Bildungsarbeit und glücklicherweise, ich weiß, das ist eine Floskel, aber niemand wird als Antisemitin und Antisemit geboren und die Hoffnung ist, dass man gerade junge Menschen dann noch erreichen kann und dass sie noch kein geschlossenes Weltbild ausgebildet haben. Was wir zum Beispiel auch versuchen ist, wir haben jetzt ein Projekt, was von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird, wo wir uns auch nochmal, also an Jugendliche richten sich sehr viele, immer sehr viele Bildungsprojekte gerade. Die müssen dann die Demokratie retten in 20 Jahren, in 30 Jahren, wenn sie dann mal Machtressourcen haben und wirklich was bewirken können. Das ist gut und das ist sinnvoll. Aber wir müssen auch jetzt schauen, dass es gerade ältere Menschen gewesen sind. Und deshalb haben wir mit der Bundeszentrale für politische Bildung jetzt ein Projekt, was Verschwörungsideologien bei Menschen über 40 adressieren möchte. Auch. Und da wissen wir nicht, also die haben auch, da haben wir ja gar nicht die Chance mit ihnen zum Teil, auch wenn wir Unbekannte sind, in der Auseinandersetzung zu treten. Ja, Schülerinnen, also junge Menschen müssen in die Schule oder gehen in Jugendclubs. Und das ist nochmal eine Herausforderung, genau daran zu gehen. Und da werden sich hoffentlich auch noch mehr Antworten geben. Wir haben recht viele Fragen, wie wir das Ganze adressieren können. Es gibt ein paar Momente in der Gesellschaft, die Rationalen überwiegen momentan, also Debunking mit Fakten widerlegen. Das ist auch gut, aber es adressiert halt eben nicht diese irrationalen, emotionalen Komponenten, die da drin sind, nämlich die Identitätsfunktion. Ja, jetzt haben wir gleich ein paar Fragen. Eines ist, glaube ich, lässt sich sehr leicht klären, weil es eine Nachfrage, einen Quellenhinweis ist.
ich würde fast auch denken, es war auf Ihren Folien drauf, nämlich wie heißt der Politikwissenschaftler Armin mit dem Doppelnamen? Pfahl Traubär. Pfahl wieder Pfahl, minus und dann Traugbär, ich glaube mit GH. Traugbär, wenn genau. Genau, wenn es mich nicht täuscht. Ja, dann hat hier jemand noch einen Lesetipp geschrieben. Matthias B., ich darf nochmal darauf hinweisen, wenn Sie was in den Chat schreiben, was alle lesen sollen, dann teilen Sie das auch nicht nur alle Diskussionsteilnehmer, sondern auch alle Zuschauerinnen. Und jetzt habe ich eine Frage, die lese ich Ihnen auch, die ist so lang, dass ich das nicht zusammenfassen kann. Im Anschluss an Ihre Aussage, dass oft persönliche Leiterfahrungen hinter Verschwörungsideologisierungen stehen, meine Frage. Was halten Sie von Peter Sloterdijks Thymotologie-These, die kenne ich selber nicht, die besagt, dass Bewegungen wie der Nationalsozialismus wie Zornbanken funktionieren, sprich den kleinen Leuten versprechen, dass ihr Zorn gestillt oder anders gesagt ihr Leid gestillt wird, wenn die Bewegung ihrer Ziele erreicht. Wäre es dann nicht die Aufgabe, das eigene Leid von den Versprechungen der Ideologien zu entkoppeln? Also ich bin jetzt nicht vertraut mit Peter Sloterdijks Theorie. Deshalb kann ich diese Frage leider überhaupt nicht beantworten. Ich würde sagen, die letzte Idee ist interessant, also persönliche Leiterfahrung anzuerkennen und jenseits von Ideologie, aber jetzt ohne auch einen Bezug zu haben zu Peter Sloterdijk und seinem System. Ja, dann gibt es noch einen Nachtrag von Pater Elias aus unserem Vorstand. Zu der Frage, quasi welche oder Ihren Ausführungen zu der Religionsfrage. Endzeitvorstellungen sind in Deutschland in der großen Kirche kaum vorhanden, aber in rechtskatholischen und evangelikalen Kreisen, die hatten Sie ja auch angesprochen, auch in Europa und in Deutschland, sind antisemitische Stereotype weit verbreitet. Aktuelles Beispiel ist die Antwort von Bischof Vigano an Rabbiner Joshua Ahrens. Joshua Ahrens ist auch bei uns im Vorstand, das vielleicht quasi noch als Ergänzung. Und jetzt habe ich noch eine Frage, die können Sie vielleicht auch lesen. Wie kann man damit umgehen, dass offensichtlich antisemitische Vorurteile bzw. Verschwörungsideologien gegen Nichtjuden angewendet wird? So wird Bill Gates in bestimmten Kreisen wie ein Jude beschrieben, mit all den negativen Eigenschaften, die dazugehören. Die Rockefeller als zum Teil jüdische Vertreter der Weltbankertum, ist das noch Antisemitismus? Und können wir damit ähnlich umgehen? Vielleicht die letzte Frage zuerst, können wir damit ähnlich umgehen? Ich denke schon. Und natürlich ist es genau durch diese Kodierung und Chiffrierung im sekundären bzw. Post-Holocaust-Antisemitismus immer schwierig, jetzt quasi die Eindeutigkeit des Ganzen zu identifizieren anhand von nur einer Aussage. Und eben das ist ja auch mit das Perfide, beziehungsweise das kann einen Weg in dieses Milieu darstellen. Also wir sehen, dass bestimmte auch christliche Personen in diesen Kreis jetzt gehoben werden. So war es ja ganz zu Anfang auch der Krise, dass es da viel mehr noch um Bill Gates ging, der vermeintlich hinter allem stecken würde. Und das haben Sie auch sehr richtig gesehen. Die Eigenschaften sind die gleichen. Die Weltverschwörer haben die gleichen Eigenschaften wie der jüdische Weltverschwörer im Antisemitismus. Also die haben exakt die gleichen Eigenschaften. Und es gibt ein paar Familien, die in diesem Zusammenhang genannt werden. Bill Gates ist jetzt meines Wissens zumindest eher neuerer Art. Davor bei dem Mythos des großen Austauschs war es, und der kommt eigentlich dann immer wieder rein, auch George Soros, der dann quasi als der weltverschwörerische Jude genannt wird, und irgendwann nannten sie immer auch bei den Rothschilds. Rockefellers auch, das ist so ein US-Phänomen, aber das wird meist in einem Abwasch genannt und alle haben die gleichen Eigenschaften. Und das ist ja auch schon, sagen wir mal, herausragend, dass man in den Mehrfachnennungen nicht verzichtet, dann eben auch immer noch George Soros zu erwähnen oder die Familie Rothschild. Und da muss man dann, denke ich, also es ist schwierig, diese eine Aussage zu sagen, also Antisemitismus findet sich in der offenen, oder sagen wir mal, in der Chiffre Soros und in der Chiffre Rothschild. Bei nur Bill Gates muss man weiter schauen. Das ist aber vor allen Dingen erstmal verschwörungsideologischer Natur und dann muss man weiter sehen. Das ist natürlich problematisch und kommt immer darauf an, wer das gerade sagt.
Ja, also wenn das Menschen sind, die aus einem antisemitischen Milieu kommen oder die sich in der Vergangenheit auch schon als Antisemitin oder Antisemit geäußert haben oder auch geoutet haben und die dann diese Codes benutzen, um sich nicht angreifbar zu machen, um das Ganze quasi als Schild, als Abwehr vor sich herzutragen. Man sei ja nicht antisemitisch, sondern man weise nur darauf hin, wer hier irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht. Und dann kann man aber dann, wenn man tiefer einsteigt und man sagt, das finde ich ja interessant, was diese Person sagt, und dann sich weiter reinbegibt in deren Werk, dann landet man meist dann bei den Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Und da auch ist wieder das Perfide, dass die Protokolle geächtet sind und verboten sind aufgrund ihres antisemitischen Inhalts. Problematisch ist aber, dass verschwörungsideologische Milieus zunächst mal zusammengebunden werden oder ihre Widerspruchsfreiheit herstellen, der völlig verschiedenen Ansichten, die da zum Teil existieren, indem man sich erstmal gegen die offizielle Erzählung richtet, ihr widerspricht. Und da wird es dann problematisch, denn da sind dann die Protokolle nicht verboten, weil sie antisemitisch sind, sondern die sind verboten, weil sie ja dann irgendeine Wahrheit. Also sie werden interessant, weil sie verboten sind. Und man begreift nicht, dass es aufgrund des antisemitischen Inhalts verboten ist, sondern weil da eine vermeintlich tiefere Wahrheit drinstecken müsste. Und da sieht man auch nochmal das, was vorhin auch schon im Bereich des Irrationalismus angesprochen wurde, nämlich auch die Vorstellung bzw. die Behauptung, die ja auch Wolfgang Gedeon geäußert hat, nämlich die Protokolle sind eine Fälschung, aber das, was in ihnen steht, ist wahr. Ja, aber ihre Inhalte sind trotzdem wahr. Und also sich auch völlig vor dem rationalen Zugang dort zu verschließen, weil man fühlt, dass es wahr ist, weil man weiß, dass es wahr ist. Nicht, weil da irgendwelche Beweise drin existieren würden. Und das ist eben das Problematische, dass quasi der Antisemitismus dann auch als Erweckungserlebnis gerade in Gesellschaften von Nachkommen von Täterinnen und Tätern des Holocaust auch wirken kann, weil man das Gefühl hat, hier ist doch irgendetwas verschwiegen worden, verheimlicht worden, unterdrückt worden, und hier finde ich auf einmal Leute, die das jetzt auch mal richtig sagen, wer hier die Fäden zieht und so. Und wie das Ganze sich wirklich verhält. Und dort spielt dann auch die Täter-Opfer-Umkehr eine wichtige Rolle. Also indem dann quasi auch noch das gesamte deutsche Volk immer entschuldet wird, indem man sagt, nein, entweder in der Extremform wäre es dann die Holocaustleugnung, also er hätte gar nicht stattgefunden und das sei nur ein Stigma, was das deutsche Volk zu tragen hätte. Und da kommen dann auch immer völkische Vorstellungen mit drin. Ich breche das hier mal ab, aber also dieser Zusammenhang ist wichtig, und man kann eben auch über, sagen wir mal, die Vorstellung, Bill Gates wird uns alle zwangsimpfen, dann in immer tiefer in Milieus einsteigen, wo Antisemitinnen und Antisemiten zentrale Positionen einnehmen. Nicht zentrale Positionen, das ist viel zu heterogen, das Milieu. Aber diese Stimmen sind dort im Milieu mit vorhanden. Und dort habe ich noch nicht viele Fälle erlebt, wo Menschen gesagt hätten, hier geht es mir aber zu weit. Mhm. Ja, sondern da ist man dann doch eher, naja, das sind dann alles trotzdem noch Widerstandskämpfer. Ja. Das geht jetzt in eine Richtung, eine Frage, die ich mich gestern auch schon gestellt habe. Also Sie sind beide darauf eingegangen, dass es auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhang, also dass es jetzt historisch betrachtet auch so Wellen von Verschwörungsideologien gibt, also dass solche, sowas wie jetzt Corona oder die Krise des Ersten Weltkriegs oder sowas, da also kollektive Verunsicherungen dazu führen, dass es Konjunktur hat, und auf der anderen Seite, dass quasi diese individualpsychologischen Sachen. Wie kommt man denn da wieder raus? Also anders gefragt, wenn wir sehen, dass es Wellen gibt, kann man auch sagen, wenn sich die Verhältnisse wieder stabilisieren, dann kommen diese Menschen auch wieder zurück, weil sie diese Erklärungsmuster nicht mehr brauchen? Oder muss man um jeden Einzelnen quasi jetzt kämpfen, weil man kommt dann nicht mehr raus? So. Gibt es dazu schon irgendwelche Hinweise von Leuten, die wieder zurückgekommen sind? Ja, ich glaube, das muss man diese Personen fragen. Also wann, ich hatte meine Veranstaltung zusammen mit einem Psychoanalytiker, und der schilderte aus seiner Perspektive etwas, was mir mal in der Erzählung eines Aussteigers untergekommen ist. Nämlich,
wenn diese Menschen sich in ihrem System einschließen. Vor äußerem Widerspruch kann der Widerspruch nur von innen aus dem System wiederkommen. Also wenn man auf einmal wahrnimmt, dass hier Dinge untereinander irgendwie nicht stimmen. Man sagt, man sei super idealistisch, aber gleichzeitig wird permanent, oder man sei humanistisch und hier wird permanent zum Mord eigentlich aufgerufen an verschiedenen Leuten. Das kann irgendwann einen Knacks geben. Und das kann irgendwann so eine kognitive Dissonanz auslösen, dass die Menschen denken, Moment mal, und dann fällt das ganze System irgendwie in sich zusammen, wenn man diese Widersprüche dann wieder zulässt. So würde ich auch zumindest eine Erzählung, die ich mal gehört habe von einer Person, die eher aus einer fundamentalistischen Gruppierung ausgestiegen ist, beschreiben. Aber das ist gar nicht so sehr unser Schwerpunkt. Also wir machen weniger Ausstiegsbegleitung, und was sehr interessant ist, ist, dass gerade auch da viel eher wahrscheinlich Menschen, die im Bereich von Sektenberatung tätig sind, vielleicht noch vertiefende Einblicke haben, wie so etwas vonstatten gehen kann. Denn Valtraud Bär sagt auch im Zusammenhang mit dem Verschwörungsmythos, dadurch, dass er schon abgekoppelt ist von real existierenden Gruppierungen, muss ich viel mehr glauben, dass sie existieren. Eben weil es dafür auch nichts mehr gibt. Oder ich muss dann halt irgendwelche YouTube-Videos nur noch mir anschauen. Und ich habe nichts Reelles Zurückgebundenes mehr, als wenn ich jetzt alles an der CIA oder am Mossad festmachen würde, dann habe ich da irgendwie konkret existierende Personen, und das ist auch, vielleicht gibt es da noch mehr, sagen wir mal, Handfesteres, an dem ich mich abarbeiten kann. Aber irgendwie an einer Gruppe von den Weisen von Zion, da habe ich nichts irgendwie. Deren Veranstaltungen müssen immer so geheim sein, dass man sie nicht aufspüren kann. Weil sie nicht existieren. Und diese Glaubenskomponente ist interessant. Also Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, arbeitet ja auch aus seiner Perspektive schon länger dazu. Und er bezeichnet es ja als Verschwörungsglauben. Ich denke mal, das kommt halt auch da, aus welcher Richtung man da auf dieses Problem schaut. Ich glaube, es ist sehr, sehr interessant, nochmal zu sehen, wo existieren da bestimmte Parallelen. Also es gibt ja auch bestimmte inzwischen Gruppierungen, die auch schon, sagen wir mal, zumindest in den USA locker als Kult eher bezeichnet werden. Und dass sich so etwas hier auch in Deutschland jetzt langsam manifestiert. Und diese Übergänge sind sehr, sehr interessant. Also auch, glaube ich, auch was das Thema Ideologie, Religiosität, Esoterik angeht, das ist sehr, sehr spannend, aus den verschiedenen Perspektiven nochmal wahrzunehmen. Und auch diese Vorstellungen von Endzeit, die damit verbunden sind, die das Ganze ja eigentlich dann eher schlimm machen, weil eben der Handlungsdruck so steigt, weil der Untergang der Guten bevorsteht, weil das letzte Gefecht jetzt zu fechten ist. Und das ist eben die Sprengkraft, die da drin steckt, dieser Drang zu handeln und das Böse zu vernichten. Vielen Dank. Unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sind mit ihren Fragen auch am Ende, und dann würde ich jetzt auch mit einer allerletzten, nochmal sehr praktischen Frage diesen Abend beschließen. Und zwar, wir sind ja, wie gesagt, hier beim Dachverband der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Wir sind 80 Gesellschaften, die an ganz verschiedenen Orten in Deutschland jeweils ihre Arbeit gegen Antisemitismus machen, und quasi eine Überleitung auch zu unserem Abend morgen, wo es um Allianzen und Herausforderungen gibt. Wie kann eine Gesellschaft, eine örtliche Gesellschaft mit Ihnen zusammenarbeiten, oder welche Möglichkeiten der Kooperation? Sie haben ja schon das Material dargestellt, aber vielleicht können Sie ja nochmal auf die Wochen gegen Antisemitismus da eingehen und was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, das ist ein guter abschließender Hinweis. Also ich würde empfehlen, setzen Sie sich da mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, im übertragenen Sinne. Also kontaktieren Sie die gerne. Die Aktionswochen gegen Antisemitismus bieten Fördermöglichkeiten für Veranstaltungen ihrerseits, die sie lokal durchführen. Das sind zumindest meines Wissens in der Vergangenheit Vortragsreihen gewesen, die Sie damit finanzieren können. Sie können auch Bildungsmaterialien dafür Mittel beantragen. Sie können sich andere Möglichkeiten, da ist der Kreativität eigentlich, sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben in der Vergangenheit beispielsweise auch mit Projektionen von antisemitischen Übergriffen und Taten auf in Städten beispielsweise gearbeitet, die damit finanziert worden sind. Es gibt da sicherlich noch ganz viele Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dieses Jahr gibt es die ganz besondere Chance, dass die Aktionswochen gegen Antisemitismus eben
bereits seit einem Monat laufen und nicht mehr so traditionell zentriert sind um die Nacht der Novemberpogrome. Und das gibt nochmal eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht auch in diesem Zusammenhang in ihren lokalen Kontexten Informations- und Bildungsveranstaltungen durchzuführen, was auch sehr stark gerade durchgeführt wird. Und da sage ich, das machen wir, aber das machen natürlich auch weitere Kolleginnen und Kollegen, sind Webinare, die das nochmal viel eindringlicher auch prüfen, ihnen noch mehr Handwerkszeug an die Hand geben, wie kann ich ganz praktisch mich auseinandersetzen in bestimmten Situationen und das auch nochmal mit ihnen durchspielen. Und auch dafür gibt es sicherlich die Möglichkeit, Mittel zu beantragen für die Finanzierung von referierenden Honoraren oder wenn sie bestimmte Gebühren irgendwo noch bezahlen müssen für Dinge, die bei den Aktionswochen zu beantragen. Ja. Vielen Dank auch nochmal für den Hinweis, der sicher interessant ist für viele unserer Gesellschaften. Vielen Dank, Jan Rathje, für den Abend, für Ihren Vortrag, für den sehr interessanten Einblicke in Ihre Arbeit. Von meiner Seite auch vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen beim letzten Teil unserer Studientagung. Wie gesagt, da werden wir reden mit Dr. Markus Meyer von der Kölnischen Gesellschaft und Gerda Koch von der Recklinghäuser Gesellschaft über die Frage oder quasi Angebot zur Reflexion unserer gegenwärtigen Arbeit gegen Antisemitismus und im Hinblick auf Verschwörungsideologien. Vielen Dank und einen schönen Abend Ihnen allen.